Na komm. Alter, kannst du auch noch langsamer gehen. Hab nicht den ganzen Tag Zeit, Junge. Oh, das wäre so easy. Aber nein. Heute nicht. So, wir haben diesen Zug gesichert. Ist nicht komplett gesichert. Ich bräuchte wieder einen Gang, der nach unten führt. Oder nach oben. Hi. Bye. Ist hier da drinnen einer? Nö. Na, ich wünsche euch viel Glück dabei. Aktuell kommen wir echt gut durch. Das macht Spaß. Ich muss mal ein Metro ohne... Was stimmt, gibt es bestimmt ein Achievement für. Wenn man keinen einzigen Menschen umbringt. Hi. Wow. Pavel. Pavel ist hier. Der Snitsky. Alles klar hier? Natürlich. In D6 passiert nie etwas. Stellt sich die Frage, warum wir überhaupt Wache schieben müssen. Perfekt, Lesnitsky. Jetzt sind Sie dran, Genosse Morosow. Wir müssen einen Feldtest mit dem Virus machen, das wir unter so großem Risiko erhalten haben. Ich glaube, Sie haben ein paar geeignete Begleiter für die Aufgabe. Ja, Czesław Andrejewitsch aus Venedig. Seine Banditen halten mich für einen von Ihnen. Und wenn wir sie bezahlen? Ersparen Sie mir die Details. Ich brauche nur Ergebnisse. Ist Ihre Aufgabe klar, Genosse Lesnitsky? Ja, Genosse General. Deine eigenen Leute getötet. Du hast einen Ranger getötet. Hast du gedacht, dass wir dich einfach gehen lassen? Das sehen wir noch. Ich habe einen Trumpf in der Hand. Dich. Dann fangen Sie an. Und Sie müssen sich um den roten Platz kümmern, Pavel. Das ist der kritischste Teil, den ich sonst niemandem anvertrauen kann. Enttäuschen Sie mich nicht. Werde ich nicht, Genosse General. Interessant, aber ich bin zu erschöpft. Muss anhalten. Das waren viele Infos. Sollten wir ihn töten? Wir sollten ihn eigentlich töten. Aber ich glaube, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wir haben alles, was wir haben wollten von ihm. Die Befragung ist abgeschlossen. Eigentlich sollten wir ihn töten dafür, was er getan hat. Aber Khan meinte, um aus dem... Und Khan ist der Einzige, dem wir tatsächlich in der Metro vertrauen können. Meinte, dass
Gewalt bringt immer nur mehr Gewalt hervor. Tod nur weiteren Tod. Vielleicht ist er nochmal wichtig. Ich meine, er war ja mal Ranger. Vielleicht hat er doch noch einen Teil deines Rangers in sich. Er ist sehr böse. Aber du hast recht. Töten ist schlimmer. Okay. Scheint einen Showdown am Roten Platz zu geben. Naja. Wir sind raus da. Keinen einzigen Schuss abgegeben. Hab dafür sogar das Top Secret Achievement bekommen. Waren wir hier nicht schon? Es ist nur die Frage, was kommt als nächstes? Mutanten? Oder noch mehr Menschen? Ich hoffe auf, weiß ich nicht. Oh. Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten. Der Schwarze hat mir Lesnitzkis Gedanken offengelegt. Ich weiß alles, was er macht. Der Krieg tobt bereits in ihnen. Die Saat, die Korbut gestreut hat, trägt reichlich Früchte. Eine Friedenskonferenz wird in der Polis abgehalten. Lachhaft. Der Krieg hat bereits begonnen. Und er wird nicht enden, solange in der Metro noch jemand lebt. Alle Versuche, ihn zu beenden, gleichen dem Versuch, einen Sturm mit bloßen Händen aufzuhalten. Ich muss die Polis erreichen, um die Lügner anzuprangern. Ich muss mich dem Sturm stellen. Und das bringt etwas? Es wissen eh alle, dass Krieg kommt. Schatten hier. Viele. Sehen mich nicht. Hören mich nicht. Lebendig und tot zugleich. Sehr seltsam. Wow. Das sind wahrscheinlich die Leute, die hier einst gelebt haben. Den brauchst du. Was? Ah, danke. Ich gehe voraus. Danke. Der Kleine ist echt hilfreich. So, wo lang müssen wir? Wir müssen da lang. Das heißt, ich gehe hier lang. Guck mal einer an, da ist direkt. Wir haben unseren ersten Ranger Außenposten eingerichtet. Und wir erkunden noch die Stadt um uns herum. Im Norden ist ein Vorratslager in der Nähe eines großen Hofs. Alles andere scheint normal. Nur überall die toten und stillen Häuser. Okay. Den Lärm. Welchen Lärm? Das waren die Raketen. Also der Bombenalarm. Irgendetwas grummelt hier. Warum ist es hier so? Was ist das?
Nur in dieser Ecke. Das ist wahrscheinlich, was hier früher einmal an Geräuschen war. Ich kann ja auch überall hochgehen. Verwirrend. Munition, aber wir sind voll. Dank der letzten sauberen Mission. Das muss ich eigentlich häufiger machen. Ich glaube, das mache ich nächstes Mal, wenn wir auf Feinde treffen, wieder. Das funktioniert richtig gut mit dem Ausschalten. Vor allem, das funktioniert ja auch, wenn die einen schon gesehen haben. Das heißt, man kann einfach auf einen Gegner zurennen, E-spammen und erwischt ihn. So, müssen wir nach oben oder nach unten? Nach oben. Was? Ich glaube, das war radioaktiv, in dem ich gestanden habe. Das war sehr dämlich. Klingt, als wäre da einer drin. Und ein Safe, das heißt, müssten auch einen Schlüssel finden. Genau. So, perfekt. Kriegen wir den direkt auch noch. Was ist drin? Nichts, das wir nicht schon haben. Schade. Ein rotes Tischtuch. Und ein weiterer Eintrag. Die tote Stadt. Und wieder gehen wir über die Oberfläche. Hallo Moskau. Eine Stadt der Gräber. Eine Stadt der gefallenen Helden. Eine Stadt, die ihrer Seele beraubt wurde. Sie ist nicht mehr meine Heimatstadt. Meine Heimatstadt gehört der Vergangenheit an. Aber es ist die Heimatstadt des kleinen Schwarzen. Wie seltsam. In der Tat. Okay. Das ist überhaupt nicht gruselig. Ein Spielplatz. Hast du gesehen? Der kleine Mensch sucht einen anderen Menschen. Anders als du. Eine Frau. Ja, eine Frau. Mutter. Hab das gefunden. Versuch aber nicht planlos zu töten. Ich bin gleich wieder da. Tut mir leid, ich bin voll, aber danke. Das heißt, er gibt mir auch Munition und alles. Das ist natürlich hilfreich. Kommen wir da rein? Nein. Kommen sowieso nirgendwo hin und es regnet in Strömen. Schon. Weinende Kinder sind immer ein Anzeichen dafür, dass es da mies wird. Das war ein Nosalis. Dann gehen wir mal zu dem Kleinen. Der tut mir leid.
Wir halten uns aber an das, was Khan uns gesagt hat. Nicht berühren. Wir sollen scheinbar da nach oben. Okay, doch nicht. Was ist denn hier oben? Okay. Und wir können hier hoch. Wunderschön. Das ist es also, was man Musik nennt. Das merke ich mir. Und ein paar Patronen. Für uns. Ein Dreirad. Da unten ist das Gebiet, bei dem wir eben losgegangen sind. Wahrscheinlich die können wir nicht öffnen. Ich mag das gerade, mich hier umzusehen. Weil es sind ja scheinbar gerade ausnahmsweise mal keine Feinde anwesend. Wir sollen da entlang. Interessiert mich aber, was hier ist, auch noch. Boxt mich einmal und rennt weg. Großartiger Auftritt. Bin hellauf begeistert. Okay, jetzt bleibt uns nur noch ein Weg übrig. Seltsam. Kann mit den Augen nicht gut sehen. Schatten sehe ich besser. Keine Angst, Junge. Der Platz ist viel zu groß für so eine Leere. Einmal nachladen. Was ein Zufall. Na, großartig. Wies da voraus. Wies da nichts von uns. Hier war früher ein Geschäft. Eine Apotheke Biester voraus. Wenn ich nur wüsste, wo. Drei Stück. Zwei habe ich bekommen. Der dritte müsste hinter dem Haus sein. Oder da.